Filthy. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute ist es endlich soweit. Ich hole mein Auto ab bei Porsche in Dortmund und wir haben eine sehr, sehr große Überraschung für euch. Ihr könnt dieses Fahrspaßerlebnis gewinnen für ein Wochenende mit dem Porsche Drive. Ja, was ihr tun müsst, um das daran teilzunehmen, einfach dranbleiben und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins PZ nach Dortmund und schauen uns mein neues Auto an. So, also wir warten jetzt noch auf den Verkäufer, den wir auch schon aus den anderen Videos kennen. Hier hinten sieht man das Auto noch verhüllt und ja, die Liebe zu Porsche bei mir ist schon ziemlich, eigentlich seitdem ich auf der Welt bin, hat mein Vater einen Porsche besessen und ich bin auch, die Kindheitserinnerungen sind immer verknüpft mit diesem Auto. Von daher kam für mich nichts anderes in Frage und ja, in Dortmund fühle ich mich immer sehr, sehr wohl. Sie haben ein tolles, junges Team und so ist das Ganze dann entstanden. Ne? Ich sehe das Kennzeichen im Übrigen. Wir haben gewählt VG für Victoria Gebauer und 901. Die Geschichte ist so, dass Porsche eigentlich das 911er Modell 901 nennen wollte, aber Peugeot hat sie dann irgendwie verklagt und deswegen kam das so und in dieser Anlehnung haben wir das so gewählt. Und ich bin jetzt hier mit dem Felix und dem Nils. Wir kennen uns schon aus dem letzten Video. Ja, da ging es heiß her auf der Rennstrecke, hoppala. Und ich sag mal so, wie es ist, ich freue mich jetzt einfach, das Ding zu sehen. Ja, ich habe es vorher noch nicht in Augenschein nehmen können und ja. Du bist aufgeregt. Ich bin aufgeregt, genau. Das ist das Beste. Und ja, vielen Dank für die Blumen und alles. Ja, sehr gerne. Freut mich sehr. Wir haben noch ein bisschen was vorbereitet für dich. Ja? Genau. Ja, okay. Einen schönen Tag, Freunde. Ja, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Okay, dann, ich würde sagen. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Farbe schwarz wusste ich schon, aber sehr, sehr cool. Ich meine, heute passend, ja, mit den roten Akzenten, Hammer-Auto. Was wir jetzt hier haben, ist der Carrera 4 GTS. Als ich das Auto jetzt so bestellt habe und so weiter, war es jetzt nicht klar, in welche Richtung wir genau gehen. Am Ende, ja, was kannst du zum Auto sagen? Absolutes Traumauto. Kannst dich auch wirklich was freuen. Ja, sehr viel Motorsporttechnik drin. Das, was wir ja schon ein bisschen erfahren haben, hast du dann quasi jetzt für deinen privaten Gebrauch auch zu Hause. Ein bisschen in abgespeckter Form, aber da kannst du dich auf jeden Fall auch was freuen. Guck mal, die Felgen sind sogar schwarz. Ja. Kommt das so normal, oder? Ja. Das ist immer schwarz. Also nein, ist optional. Ist optional? Aber in dem Fall beim GTS sind die dann schwarz. Ah, okay. Ja. Finde ich, sieht alles so ganz cool aus. Ne? Wir machen zwar noch was mit der Folierung und so weiter, ich freue mich einfach. Und das ist jetzt aus letztem Jahr, ne? 2019er Modell. Richtig, 2019er Modell in dem Fall. 450 PS. Ich denke, das sollte ausreichen. Ist viel so in Ja, das ist schon gut. Ist schon viel, ist ja? Schon, ja. Da kannst du dich auf jeden Fall auf was freuen. Da kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass du den Führerschein zeitnah abgeben wirst. Wir hoffen es für dich nicht. Ja. Ja? Tempomat müsste auch an Bord sein, okay. Aber dementsprechend, ja. Nein, da bist du schon sehr gut aufgestellt, auf jeden Fall. Ja, super. Ja. Dann, ich würde sagen, wir fahren ein bisschen Test, ne, oder? Gerne. Ja. Ja, gerne. Natürlich dürfen Uhren in dem Video nicht fehlen. Und ich habe gestern ein paar neue kaufen können, die ich auch sonst niemals gezeigt habe. Und zwar haben wir jetzt diesmal eine Hublot in 45 mm. Das ist die Classic Fusion. Und komischerweise, ja, ich muss dir so sagen, wie es ist, mir gefällt die Uhr extrem gut. Also die Uhr ist ein bisschen flacher als die Big Bang natürlich, ohne Chronograph. Schönes rhodiumfarbenes Ziffernblatt. Und also als ich die Uhr gekauft habe, mir hat sie einfach gefallen. Normalerweise passt sie in meine Produktausrichtung nicht. Aber ich bin mal gespannt, ob ihr das genauso feiert. Schöne Uhr, muss ich sagen, am Ende. Man kann über Hublot sagen, was man will. Die Uhr wird kosten um die 7000 Euro, ein bisschen weniger sogar. Und ich glaube, dafür kriegt man nichts Besseres in der Größe. Als nächstes Modell, ja, fällt mir eins zu diesem Porsche-Thema halt ein. Und zwar ist es so die sogenannte Heritage, ja, die Modelle der Vergangenheit. Und komischerweise, heutzutage interessiert sich jeder für neue Uhren. Ich persönlich mag die alten einfach lieber. Natürlich ist das Band ein bisschen klappriger und es sieht nicht so massiv aus. Ich habe jetzt hier eine Submariner Date und bei Marco auf dem Schoß liegt noch eine No Date. Davon haben wir eine sehr, sehr große Auswahl gerade online und jeder, der nach einer preisstabilen Uhr sucht, unter 10.000 Euro, über 5.000 Euro wird hier fündig. Mit Papier, ohne Papiere, daraus ergibt sich der Preis und natürlich vom Zustand her.
Aber wenn man mich persönlich vor die Wahl stellen müsste, ob ich ein eingestelltes Submariner-Modell nehmen würde oder ein neues, dann würde ich ganz klar das alte nehmen. Ich persönlich habe es auch als No-Date-Variante in meiner Sammlung. Und ich finde, die Uhr hat mehr Charakter. Und ähnlich ist es so wie bei Porsche. Da gibt es auch einige alte Modelle, die einfach schöner sind als die neuen. Und das wollte ich hiermit einfach zeigen. Ja, von daher, wenn ihr euch dafür interessiert, geht gerne auf die Webseite. Wir haben, glaube ich, in jedem von den 90er Jahren an bis 2000 einige Modelle da. Jetzt sind wir hier angekommen auf dem ADAC Testgelände und ich kann mir schon vorstellen, was jetzt gleich passiert. Ja, auf jeden Fall, Marc. Besonderes Auto, besonderer Tag. Wir haben uns was Besonderes für dich ausgedacht. Ja. Letztes Mal warst du ja schon mit einem Auto auf einer Teststrecke unterwegs. Heute nochmal mit deinem eigenen Auto und dem Taycan Turbo S. Der Taycan muss ja brutal werden, ne? Es wird eine krasse Erfahrung. Wir wünschen dir ganz viel Spaß. Das gehört einfach heute zu deinem Tag, deiner Auslieferung. Das Super. Ist unser Geschenk für dich heute. Danke. Und ich war übrigens auch schon mal hier mit dem Auto von meinem Vater vor 10 Jahren oder keine Ahnung. Und da habe ich das Auto auch hier übrigens mehr oder weniger zerlegt. Wir gucken mal, was heute so passiert. Wir hoffen, dass die Autos heile bleiben auf jeden Fall. Alles klar, dann ja, drehen wir mal eine Runde. Okay, wie auch in dem letzten Video, ja, werden wir jetzt eine Runde mit dem Nils hier einfahren und wir testen das Auto einfach mal. Du kannst ja währenddessen so ein bisschen was erzählen. Du hast schon gesagt 500 PS. 450 PS. Genau. Und ich bin das Auto jetzt noch nicht halt wirklich ausgefahren, nur einmal jetzt kurz. Ne? Wir testen das jetzt einfach mal auf der Strecke, wie das sich so verhält. Hier haben wir jetzt schon, wenn wir mal auf die Strecke hier gehen, es geht auf jeden Fall schon ziemlich um die Ecke. Da sehen wir auch den Marco, der ein bisschen filmt. Und du hast eben gesagt, der GTS ist so zwischen dem GT3 und dem Carrera S. Genau, richtig. Also wir haben jetzt in dem Fall jetzt ein 4 GTS, also Allrad angetrieben. Das ist nochmal der signifikante Unterschied zum GT3, der Heck angetrieben ist. Ja. Und der GTS ist so aufgestellt, dass er so ein bisschen die Spreizung zwischen den normalen Carrera-Modellen und den GT-Modellen sozusagen so ein bisschen auffängt in dem Fall. Ja. Und die ist halt deutlich agiler nochmal abgestimmt, deutlich sportlicher. Wir haben ja ein paar Akzente, wie jetzt beispielsweise hier das Alcantara mit dabei, was hier verarbeitet ist. Außen haben wir Zentralverschlüsse an den Rädern, was normalerweise dann ja auch die GT-Fahrzeuge haben. Halt dann alles ein bisschen sportlicher, ja, spritziger einfach abgestimmt. Und im Vergleich zu so einem normalen Carrera, wobei das halt in Anführungszeichen ist, ein normaler Carrera und S, die fahren halt auch schon richtig gut, aber man merkt schon einen Unterschied auf jeden Fall. Motorentechnisch haben wir hier jetzt einen 3 Liter Turbomotor drin, also E-Turbo. Ja. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied zu den GT-Fahrzeugen, die ja Saugmotoren haben. Ja. Das heißt, man hat hier halt in dem Fall nicht nur obenrum die Leistung, wie bei so einem GT3, der kommt ja dann obenrum in dem Fall. Den haben wir letztes Mal gesehen über die Drehzahl. Genau, hohe Drehzahl. Genau, der dreht eben nicht so hoch. Dafür hat er die Turbos, die dann halt von unten dann schon okay, schön mitschieben und dann Leistung entfalten. Ne? Ja. Oh. 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 Ja, und von der Belastung her, das Auto kann das einfach so, ne? Ja, also das ist absolut ja auch reproduzierbar, ne? Du kannst das Auto echt sportlich bewegen. Wow, der hat aber schon noch gut Grip, ne? Ja, auf jeden Fall. Wow, wow. Nicht zuletzt auch wirklich am Allrad, das heißt, wenn du aus der Kurve wirklich drauf pinselst, hat halt über alle 4 Räder die Kraft. So, und jetzt sind wir hier in dem Taycan Turbo S. Das ist das stärkste Modell und sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus, muss ich sagen. Kaum Knöpfe, alles sehr minimalistisch gehalten. Und jetzt gehen wir rüber zu einem anderen, und zwar zu der letzten Uhr, die ich hier vorstellen möchte. Und zwar die RM1103. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich sie diesmal herbekommen habe. Doch, natürlich weiß ich es. Es ist ein sehr seltenes Modell momentan. Wir haben hier die Titan-Roségold-Variante. Und soll ich dir was sagen? Als wir damals gedreht haben, ja, hat diese Uhr noch gekostet 165.000 Euro.
Ja, und jetzt aktuell im VK liegt sie bei 220.000 Euro. Und ja, es ist eine sehr, sehr große Uhr, inspiriert auch aus dem Rennsport. Wir haben ja hier diese Drücker, die sehen aus wie Pedale oder die Krone sieht aus halt wie eine Felge. Ist eine sehr, sehr schöne Uhr und sehr selten, dass man die halt reinbekommt. Ich freue mich immer, wenn ich sowas präsentieren kann und gerade jetzt zu diesem Thema Auto und so weiter. Kostet ja fast dasselbe, das Auto und die Uhr. Ja, ungefähr. Ich glaube, da bist du mit dem Auto ein bisschen günstiger noch dabei. Ja, stimmt, ein bisschen günstiger. Wer das Portemonnaie für die Uhr hat, für den sollte das Auto eigentlich nicht das Problem sein. Genau. Oh. Oh. Immer verfügbar und ja, schaut es euch einfach an. Taycan Turbo S, was kostet das Auto aktuell? Also das Auto, wie es jetzt hier gerade steht in der Ausstattung, kostet um die 190.000 Euro ungefähr. Liste? Genau, Listenpreis. Klar geht da noch mal ein bisschen mehr, so anlagentechnisch, Spurmesseranlage beispielsweise kann man noch optional wählen. Oder. Ja. Aber das Auto, so wie es jetzt hier steht, auch mit der Lederausstattung und der Bose-Anlage, kostet um die 191.000 Euro. Sehr futuristische Anzeigen, übrigens sehr, sehr schön. Auch jetzt hier mit diesem offenen Dach. Sehr beliebt das Glasdach bei den Kunden, wo wir jetzt schon das Auto ausgeliefert haben. Gibt es kaum einen Kunde, der das Glasdach nicht genommen hat, weil ich glaube in der Größe und der Dimension, so wie es jetzt hier drin ist. Stimmt, ist wenn man auch hinguckt. Fast wow. Eigentlich einmalig. Also ich kenne kein anderes Auto, wo so ein großes Glasdach halt verbaut ist in dem Fall. Ja. Wow, Alter. Das hört sich wirklich wie in Star Wars an. Genau. Alter, das hört sich ja mega an. Also cool. Wenn du langsamer wirst, hörst du das, wenn du beschleunigst, hörst du das und das ist halt schon sehr, sehr cool gemacht, aber man kann es halt auch ausstellen, dann ist einfach wieder ganz leise, wie man es von anderen Elektroautos kennt. Cool. Nur wir sind halt hier wirklich im Sportwagen der Elektroautos unterwegs und ich finde, da haben sie mit dem Sound definitiv nichts verkehrt gemacht. Nee, der hört sich super, super an. Das ist jetzt die maximale Power, ne? Ja. Okay. Okay. Okay, ich bin ready. Was passiert jetzt? Oh, Alter, was? Oh, das ist krass. Das ist krass. Das ist ultra krass, oder? Das finde ich auch was. Porsche Drive Rental ist jetzt ein neues System, über das wir auch kurz sprechen werden. Das könnt ihr nämlich gewinnen. Und wie? Das ist eine gute Frage, ne? Ihr müsst zum einen Porsche Dortmund auf Instagram folgen und das letzte Bild mit mir kommentieren. Und dann wird es in einem Random-Verfahren ausgelost. Und was ihr gewinnen könnt, ihr könnt ein Auto für ein Wochenende für euch haben und dann damit rumfahren. Das ist noch nie da gewesen. Finde ich wirklich großartig, dass auch Porsche diesen Weg geht. Porsche Rental muss man sich so vorstellen, es ist, man bietet dem Kunden die Möglichkeit, tagesweise oder auch wochenweise ein Auto zu mieten. Genau, richtig. Also wie man es von anderen Autovermietungen kennt, kann man bei Porsche selbst an gewissen Standorten, wie beispielsweise Hamburg, Leipzig oder auch jetzt neu bei uns in Dortmund, quasi ein Auto mieten. Geht bis wirklich dann mehrere Tage oder auch Wochen dann entgeltlich. Cool. Kann man sich da dann die Fahrzeuge mieten mit einer gewissen Freikilometerpauschale und kann dann halt Spaß mit den Autos haben. Also gerade für jemanden, der das einfach mal erleben möchte, wie so ein Auto fährt, genau. Einfach mal diese Emotionen aufsaugen möchte, die dadurch entstehen können, ist das sehr empfehlenswert. Und nochmal ein großes Dankeschön an Porsche in Dortmund. Falls ihr irgendwelche Fragen zur Marke oder zu irgendwelchen Modellen habt, geht gerne hin, unverbindlich, schaut euch die Sachen an, ja, durchbricht diese Barriere. Es ist ein tolles, junges Team und jeder hat Bock darauf. Von daher schaut gerne bei den Jungs vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja? Wir sind jetzt am Ende angekommen von diesem sensationellen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und falls ihr gerne für ein Wochenende ein Porsche haben wollen würdet, ja, kommentiert einfach das letzte Video bei Porsche in Dortmund auf der Instagram-Seite. Alles ist unten verlinkt und dann würde ich sagen, wir verlosen das auf Twitch. Ja. Du kommst zu mir. Ich komme vorbei. Genau. Und wir verlosen das Ganze dann an jemanden, der das kommentiert hat und den Jungs auch folgt. Ich bedanke mich für alles. Ich nehme jetzt mein Auto und fahre nach Hause. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.